Lena. Hallo. Hallo, ich kann noch. Es ist das erste Mal und ich bin noch so ein bisschen unsicher. Sekunde, hörst du mich? Ich höre dich, ich sehe dich, aber ich sehe mich selber noch nicht. Irgendwie sehe ich deinen ganzen Bildschirm. Das ist ja auch schon etwas, oder? Ah, nein! Hey. Ah, jetzt muss ich aber noch Fullscreen. Wer du auf Fullscreen? It's in German, how can I know? Here. Uh-huh. You don't know German? And not at all. But now I want also me. Ich will sie und mich. I think in the... Siehst du mich jetzt? Ich sehe dich, ja. Aber du bist jetzt... Gross. Ja, du auch. Aber es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, dass wir beide... Genau, Galerieansicht. Ah, schau jetzt. Ah ja. Katze ist hinter mir und geht unter die Decke, siehst du da? Ja. Es ist gut möglich, dass bei uns dann auch noch ein Büsi kommt zu schauen. Ja. Also, es ist Silvi, ne? Das ist gerade recording the screen. Okay, jetzt können wir. Okay, dann können wir jetzt eigentlich anfangen. Sure. Sie, ja. Ja, jetzt musst du einen Tag draussen haben. You have to be a little bit, Nikolaus. Ja, nachher. Mm-hmm. Ja, aber das geht nicht. I'm gonna press and then I leave. Ja, press it. Bye. Look, das ist der Johann da. Ah, bye. Yeah, I know. Yeah, oh, okay. Thank you. Also, liebe Lena, ich habe so Freude, dich zu sehen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir das... Ich glaube, ich kann es noch anders organisieren, aber das ist jetzt gleich, oder? Jetzt gleich. Ist ja gleich. Sag mal, wie geht's? Ich weiss, du, das ist eine gute Frage, ich weiss gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin 10 Tage in einem Berg von Papierkram ertrunken, um... die Green Card nach der Hochzeit, was ja eigentlich ein glückliches Ereignis ist, aber die Green Card Application ist ein Albtraum. Zum Beispiel habe ich jetzt verzweifelt versucht, mein Fähigkeitszeugnis von 1984 wieder zu finden, wo mich als gelernte Buchhändlerin ausweist, weil ich beweisen muss, dass ich vermittelbar wäre auf dem Arbeitsmarkt, was ich natürlich nicht bin. Und mit dem Zeugnis das auch überhaupt nicht. Also anyway, so geht es mir im Moment ein bisschen. Ja. Also ich bin froh, können wir über etwas anderes reden. Ja. Als über die Einwanderungsbehörde. Ich habe ja eigentlich jetzt den Kontakt zu dir gesucht, weil du mir in Aussicht gestellt hast, ein Vorwort zu schreiben. Und jetzt wo in das Buch, oder? Ja. Auf dem Amakon. Und jetzt ist ja die Sammlung relativ gut angelaufen, die Crowdfunding. Das ist gleich voll. Super. Ich möchte dann, dass man noch ein bisschen über das Ziel rüberschießt, aber gleich. Mhm. Und meine Frage ist jetzt, bleibst du dabei, schreibst du das Vorwort? Und hast du es sogar schon geschrieben? Das ist einfach meine Frage. Natürlich bin ich dabei. Ich will dir, wenn du endlich ein Buch rausgibst, endlich jemand anderes Vorwort schreibt. Ich meine, ich bin die, die seit 100 Jahren sagt, Niklas, schreib ein Buch. Ich habe, weißt du noch, wo ich einmal bei dir gewohnt habe in Luzern, wo ich im Medienausbildungszentrum unterrichtet habe, ich habe dich einmal als schlechtes Beispiel angeführt. Also nicht mit Namen, aber ich habe gesagt, mein Freund, bei dem ich wohne, begnadeter Journalist, weil es ist, Journalisten sind prädestiniert, um brillante Ideen haben für ein Buch, aber das Schreiben ist irgendwie nie Teil des brillanten Plans. Und ich weiss, du hast mir jedes Jahr, ich bin dort auch aus San Francisco gekommen, jedes Jahr sind wir auf deinem Balkon gesessen und du hast mir erzählt und jede Idee war super gewesen. Aber du hast es nie gemacht. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe einfach, weißt, ich habe einfach Angst vor der Einsamkeit. Schreiben ist etwas, wo man muss anhocken, fleissig sein und vor allem überzeugt sein von sich selber. Und mein Selbstbewusstsein hat eigentlich nie gelangt, für ein halbes Jahr anzuhocken. Und das durchzuziehen, ich glaube, es ist ein Persönlichkeitsproblem. Also mein Selbstbewusstsein ist auch nicht so, dass ich ansitze und denke, oh, ich bin super, Mose, du schreibst so gut, sondern
ich weiß, für mich ist es mehr wie, weißt, wie so eine Tür aufmachen in eine andere Realität. Und dann bin ich ja nicht jetzt allein. Jetzt bist du nicht mehr da, Gottfriedli. Was ist jetzt los? Ich sehe mich. Du siehst dich. Und jetzt, wenn der Systemdialog erscheint, Link öffnen. Meeting. Link öffnen. Nein, weißt, ich glaube, manchmal macht es einfach ein neues Fenster auf. Mach mal, klick mal das weg und dann kannst du wieder zurück auf. Aber mach mal das weg, wo jetzt neu aufgegangen ist. Mach ja, das mal ist schon weg. Gute und darum sollte ich sein, weil ich bin noch da und ich sehe dich. Du siehst mich? Ja. Gute Sieg. jetzt bin ich ganz ratlos. Es ist Meeting öffnen. Link. Mach das alles weg, mach das zu. Es alles ist manchmal mittendrin ein neues Fenster auf, wie wenn jetzt bin ich ganz weg. Mach das Ganze. Bist du auf Chrome oder Firefox? Oder? Ja, Firefox bin ich. Mach mal das Ganze zu. Einfach den ganzen Firefox weg. Dann hat es meistens jetzt darunter noch mal ein Fenster, wo es dann ist. Jetzt bist du ganz weg. Ah, schau jetzt! Ich bin darunter versteckt gewesen. Du bist so gut. Ich so gut bin, weil ich mache jetzt ständig Yoga auf Zoom und das Größte ist, ich kann jetzt mit meinem Zen Center in San Diego meditieren und mit meinem Zen Center in Aarau. Und die machen das alle auf Zoom und darum weiss ich jetzt, wie das geht. Ich danke dir vielmals. Ich bin sonst auch nicht so tech-savvy. Also du bist auch nicht so selbstbewusst, aber irgendwie schaffst es, anzuhocken und das durchzuziehen und ich nach spätestens 10 Tagen habe ich keine Motivation mehr. Hast du gar keinen Spass am Schreiben? Das kann ich fast nicht glauben. Ja, jetzt in Kolumbien, darum sind ja meine Texte jetzt auch besser. Ja. Ich habe jetzt Zeit, ich habe keinen Druck. Ich kann einfach so vor mich an schreiben und das geht. Plötzlich geht es. Aber ich freue mich ja, dass du immer mir unterschoben hast, ich könne schreiben. Das aber natürlich kannst du schreiben, Niklas. Das war nie die Frage. Nie. Das ist das Gefühl von. Weißt du, wo du oft auch sagst, ich sei so fleissig oder diszipliniert. Für mich ist es mehr so, wie ein Teenager Videogames spielt. Ich habe das oft gedacht bei meinen Söhnen, wenn die so. Die haben beide so Phasen gehabt, wo es. Also fast süchtig Videogames gespielt haben und so völlig in einer anderen Welt versunken sind. Und man hat sie fast nicht rausreißen. Und das ist für mich das Schreiben, ist so das, weißt, das Gefühl, dass ja, okay, da ist die Realität und die ist vielleicht mal so, aber da sind all die geheimen Türen, die du kannst aufmachen und dann bist du noch jemand anders. Das ist aber der Flow. Mit anderen Leuten und mit, ja. Das ist der Flow, das haben wir immer in der Schule, in der Kunstgewerbeschule, ist das immer ein grosses Thema gewesen und ich habe immer ganz gross über den Flow geschnurrt, aber ich habe ihn auch nie gehabt. Aber jetzt auch schon. Ja, die kurzen Texte, ja, und die Zusammensetzung von kurzen Texten gibt ja offenbar auch ein Buch, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und jetzt, es ist ja nicht, also Schreiben, misst ja nicht an der Zeichen, Anzahl der Zeichen oder Wörter. Also es ist ja nicht, mehr Wörter sind mehr wert. Es ist ja, es gibt die einen, die schreiben kurz, die anderen schreiben lang. Das ist etwas, was man herausfinden muss. Also du schreibst mir ein Vorwort. Oder hast du es schon geschrieben? Ich habe schon angefangen, eben mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich jetzt mich wahnsinnig freue, dass endlich der Niklas Wyss ein Buch geschrieben hat. Juhu! Ja, gut, aber das ist ja immer ein bisschen auch ein leiser Vorwurf, gell? Ja, ein leiser. Das ist du hast einfach nie auf das angesprochen. Ich habe immer gedacht, ich habe dich vielleicht mit Schuldgefühl und so an den Schreibtisch. Aber das hat bei dir nie so gut funktioniert. Pädagogisch bin ich da ein Nuss gewesen, gell? So. Immun. Immun. ja, und also das Vorwort muss ich jetzt eigentlich damit rechnen, dass das nicht das Vorwort wird, sondern ein Vorwurf.
Nein, es kommt etwas anderes vor drin. Nein, das ist nur der Einstieg. Und das ist ja weniger ein Vorwurf als ein Ausdruck auch von meiner Freude, was lange währt. Und dann gehe ich auf die einzelnen Texte ein, wo du ja aber gesagt hast, die Auswahl steht noch nicht fest. Also da kann ich noch nicht so, noch nicht so viel dazu sagen. Also aber du wartest, dass die Textauswahl dir geliefert wird. Ja, und du hast ja gesagt, wenn das Crowdfunding zusammenkommt, und das ist es ja jetzt, also könntest du mir jetzt die Texte schicken, lieber? Ja, ich lese von drei passionierten Leserinnen. Das sind nicht Lektoren, sondern das sind einfach Leute, die sagen, das finde ich gut, das finde ich etwas weniger gut. Und das, was die drei eigentlich übereinstimmend bringen, hat die erste Wahl. Und zwei gut finden, dann die zweite Wahl. Und wenn sie nur eine gut finden, die dritte Wahl. Und das dann kommt es noch ein bisschen aufs Ding drauf an, auf die Anzahl Zeichen. Und es kommt noch ein bisschen auf mich drauf an, wie viel ich auch noch drei mitbringen will. Unbedingt, ja. Gell? Ja, auch. Und erst dann geht es zum richtigen Lektor. Und dann ist auch der Moment, wo ich den Text brauche. Okay, gut. Ist das gut? Das ist sehr gut, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich riesig und ich hoffe, dass du mit dem Papierkram zurechtkommst.